So, hallo liebe Elite Dangerous Freunde. Heute geht es ums Mining, genauer gesagt ums Laser Mining. Und ich sitze jetzt hier in meiner Sidewinder, also dem Schiff, das man ganz am Anfang hat, und möchte euch heute was über das Mining erzählen. Es gibt ja verschiedene Arten des Mining. Das Laser Mining, das Explosions Mining, das Mining mit einem Abrasionsblaster und das Subsurface Mining. Und heute geht es mal ganz simpel nur um das Laser Mining. Also es ist eigentlich jetzt eher so ein Video für Anfänger oder für Leute, die vielleicht noch nie gemeinert haben. Und ich will jetzt einfach mal sagen, wie man so ein Schiff ausstattet fürs Mining. Also ein relativ günstiges Schiff, eine Typ 6, die 1 Million kostet. Natürlich kosten die Module ja auch ein bisschen was, aber eigentlich jetzt mal so von Anfänger gedacht. Der mit einer Typ 6 Miner, man kann natürlich auch mit einer Cutter minern oder mit einer Anaconda oder mit einer Python. Aber hier ist mal ganz simpel mit einer Typ 6 und eben nur Laser Mining. Und ich will nachher so einen Auftrag annehmen für irgendwelche Rohstoffe, die ich beschaffen soll, die ich minern soll. Und dann entsprechend ein Schiff kaufen und ausstatten und die Feuergruppen konfigurieren und dann ins Abbaugebiet fliegen, um dort dann eben die Sachen abzubauen. Jetzt im ersten Schritt kaufe ich mal das Schiff und tue es dann entsprechend ausstatten. Ich gehe also in die Werft und hole mir eine Typ 6. Also einen kleinen Frachter. Kostet mich 1 Million. So, hier ist die schöne Typ 6. Gehe ich in die Ausrüstung. Als erstes brauchen wir natürlich Aufhängungen, nämlich Abbaulaser. Wir brauchen also keine Impulslaser zum Kämpfen, sondern wir brauchen Abbaulaser, um auf Asteroiden zu schießen. Finden wir unter Abbauwerkzeuge den Abbaulaser. Also Laser weg, Kampflaser weg und Abbaulaser rein. Da kommt er auch schon. Und auf der anderen Seite machen wir das gleiche. Weg und rein. Wunderbar. Bei den Werkzeugsteckplatzen mache ich gar nichts. Brauche ich nicht. Bei der Basis will ich ein schönes großes Kraftwerk, weil Strom werde ich brauchen. Nehme ich das 3A. Bringt mir 12 Megawatt. Schubdüsen möchte ich auch schöne große, nämlich die 4A, weil ich muss vielleicht abhauen vor Piraten. Und dann möchte ich natürlich Speed haben, Frameshift Antrieb, brauche ich jetzt keinen so großen. Da würde mir eigentlich ein 4D reichen, gibt es aber nicht. Ich muss auch gucken, dass ich ein bisschen Strom spare, der braucht 0,3 Megawatt, der C, 0,38, 0,45. Dann nehmen wir doch den 4C. Müsste eigentlich reichen. Und ich muss ja nicht weit springen, weil ich muss ja bloß praktisch ein Sonnensystem weiter zum Abbaugebiet. Lebenserhaltung brauche ich auch nicht so riesig. Dann nehme ich 2D, brauche nicht so viel Strom. Wenn ich meine Schilde verliere, bin ich sozusagen eher am Arsch, wenn mich jemand bekämpft. Da bringt mir eine Mega-Lebenserhaltung auch nichts mehr. Energieverteiler mache ich den größten rein, den es gibt, um die Laser, die Abbaulaser richtig befeuern zu können. Dass die mir nicht ständig ausgehen. Sensoren, gut, kann ich leider nicht ändern. Also sonst hätte ich jetzt ein 2D genommen. Also allzu weit sehen muss ich ja eigentlich nicht und hätte dann lieber ein bisschen weniger Stromverbrauch gehabt. Und dann sind wir hier eigentlich schon durch.
Jetzt kommen wir zu optional. Klar, die beiden 5er Steckplätze nehme ich für den Frachtraum. Weil ich muss natürlich auch das, was ich abbaue, irgendwo einlagern. Dafür brauche ich natürlich Frachtraum. So, jetzt habe ich 64 Tonnen Frachtraum. Dann mache ich unten weiter. Da kann man, glaube ich, nichts reinbauen. Nö, kann man nicht. Hier, Supergrußassistent brauche ich nicht. Was ich jetzt hier brauche, ist eine Abbaudrohne. Also eine Abbaudrohnensteuerung. Ich möchte ja die Asteroiden mit einer Drohne beschießen, um die Asteroiden zu analysieren, was da drin ist. Also ob da Gold drin ist oder Bromelit oder Niedertemperaturdiamanten oder Gold oder sonst was. Und dafür brauche ich so eine Drohnensteuerung Erzsucher. So. Und dann nehme ich hier eine Raffinerie. Ich nehme jetzt eine Raffinerie. Hier vielleicht mit 4 Slots. Ja, probieren wir mal die mit 4 Slots. Die braucht 0,28 Megawatt. Mal gucken. Vier Slots sollten eigentlich reichen. Dann brauche ich jetzt natürlich Sammeldrohnen. Da nehme ich immer die 1A. Die 1A-Steuerungssammeldrohne kann eine Drohne steuern. Und deswegen A, weil es A, die Drohnen ein bisschen länger leben. Wie wenn ich zum Beispiel D nehme oder so. Schildgenerator möchte ich eigentlich auch einen guten haben. Weil falls mich jemand angreift, dann ist es ja gut, wenn die Schilde eine Weile halten. Also nehme ich einen 3A. Und dann haben wir hier noch Platz für weitere Sammeldrohnen. Das machen wir auch. So, jetzt mal gucken, wie es aussieht. 64 Tonnen Fracht. Ah ja, hier können wir noch Sammeldrohnen reinpacken. Nehmen wir auch wieder 3A. So, also 64 Tonnen Fracht. 2x 3A Steuerung Sammeldrohne. Macht zusammen 4 Sammeldrohnen. 3A Schildgenerator für die Verteidigung. Dann hier nochmal eine Sammeldrohne, die 5. Eine 2C Raffinerie mit 4 Slots, das reicht. Und eine Drohnensteuerung Erzsucher, um die Asteroiden zu analysieren. So, sieht gar nicht so schlecht aus. Wie sieht es aus mit dem Strom? Nicht so doll. Wir haben also maximal 12 Megawatt Strom. Wenn wir die Abbaulaser ausfahren, dann verbrauchen wir aber nicht 12 Megawatt Strom, sondern 12,32 Megawatt Strom. Müssen wir mal gucken, ob wir das in den Griff kriegen. Also wir sehen hier, dass unser Verbrauch 102 ist und die Leistung des Kraftwerks aber nur 100. Das heißt, wir müssen jetzt versuchen, die 2 hier wegzukriegen. Hier oben sehen wir die Priorisierung der Module. Also links sind die Module Schubdüsen, Schildgenerator, Frachtluke, Energieverteiler, Abbaulaser. Und wir sehen hier, wie viel Energie die verbrauchen. Also die Schubdüsen verbrauchen 41% Energie des Kraftwerks. Der Schildgenerator verbraucht 20% Energie des Kraftwerks. Und die Frachtluke verbraucht 5% Energie des Kraftwerks. Und hier hinten sehen wir die Priorisierung. Also die Schubdüse hat die Priorisierung 1, das ist sehr wichtig. Der Schildgenerator hat die Priorisierung 1, das ist sehr wichtig. Und jetzt zum Beispiel die Frachtluke hätte die Priorisierung 3, das wäre weniger wichtig. Das heißt, die Frachtluke wäre das, was zuerst abgeschaltet wird, wenn man über die 100% kommt. Und das tun wir ja. Und deswegen stelle ich jetzt hier erstmal alles auf 1, damit alles gleich priorisiert ist.
und entscheide dann selbst, was ich niedriger priorisieren will. So, und jetzt bei Minern ist es halt so, dass man eigentlich fast alles braucht. Ich kann auf die Schubdüsen nicht verzichten, ich kann auf den Schildgenerator nicht verzichten, ich kann auf die Frachtluke nicht verzichten, weil da muss ich ja das Zeug ja reinladen. Den Energieverteiler brauche ich natürlich, die Abbaulaser auch. Die Sammeldrohnen brauche ich, Lebenserhaltung, klar, ich muss atmen. Ja, Frameshift-Antrieb ist das einzigste, auf was ich verzichten kann. Der Frameshift-Antrieb verbraucht 2%. Also stelle ich den jetzt auf Priorität 2. Das heißt, das wären jetzt eigentlich genau die 2%, die ich zu viel verbrauche, und jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Weil, wenn ich jetzt die Waffen ausfahre, dann müsste er, also das Schiff, den Frameshift-Antrieb deaktivieren. Den Frameshift-Antrieb brauche ich ja in dem Moment nicht, wenn ich Minern tue. Und wenn ich nachher die Waffen wieder einfahre, dann müsste er den Frameshift-Antrieb wieder aktivieren. Aber die 2%, die mir hier angezeigt werden, können passen, müssen aber nicht. Das ist Frontierlogik. Ja, das heißt, es kann sein, ich fliege jetzt los, fahre dann die Waffen aus und und das ganze Schiff geht aus und nichts geht mehr. Ja, dann weiß ich, aha, es waren halt nicht 2%, sondern 2,2%, und damit bin ich 0,2% drüber. Und dann wird das nichts. So, also muss ich hier eher versuchen, 3% zu erreichen. Kann ich aber nicht, weil ich ja nichts mehr abschalten kann. Folglich habe ich nur eine Möglichkeit. Ich muss irgendwo ein Modul anders einbauen, sodass es weniger Strom braucht. Dass ich hier also 1% Luft habe am Ende. Also gehe ich nochmal zurück in die Ausrüstung, muss irgendwo nochmal ein bisschen Strom sparen. Das Einzige, was ich jetzt wirklich nicht so arg braucht beim Minern, ist der Frameshift-Antrieb. Jetzt gucke ich mal, ob ich da vielleicht noch irgendwie sparen kann. 4D, 0,27 Megawatt, das hört sich doch gut an. Probieren wir mal den. Und jetzt schauen wir uns das nochmal an. Shields online. Ja, irgendwie hat sich nicht viel geändert. Man sieht also, ja, toll. Ändert nichts. Also, ich könnte es probieren, ob es klappt oder nicht. Müsste ich jetzt mal aus der Station rausfliegen und probieren. Wenn es klappt, ist gut. Wenn nicht, müsste ich halt nochmal zurückfliegen und wieder was ändern. Oder aber ich ändere gleich was. Guck mal, ob ich bei der Raffinerie noch ein bisschen Strom sparen kann. Die 2C verbraucht 0,28 Megawatt. Die 2D 0,22. Probieren wir aus. Ah ja. Das sollte funktionieren. Also, wo ist mein Frameshift-Antrieb? Der verbraucht 2%. Den priorisiere ich jetzt auf 2. Das heißt, nicht so wichtig wie die anderen alle. Alle anderen stehen auf 1. Den habe ich jetzt auf 2 priorisiert. Der Energieverbrauch des Frameshift-Antriebs ist 2%. Und der Verbrauch ist auf 101, das heißt 1% zu hoch. Das heißt, ich spare jetzt 2% ein, wenn ich die Waffen ausfahre und der Frameshift-Antrieb deaktiviert wird. Und damit müsste ich eigentlich den Verbrauch auf 99% gedrückt haben. Und dann habe ich noch 1% Spiel wegen Frontierlogik. In den Feuergruppen stellt man ein, mit welcher Taste man welches Modul bedient. Und zwar legt man den Abbaulaser auf die Feuergruppe 1. Das ist also das gleiche, wie wenn man irgendwie auf andere mit dem Laser schießt. Schießt man jetzt hier mit dem Abbaulaser eben auf Asteroidensteine, auf Asteroidenbrocken. Und die Erdzuckerdrohne legt man auf die Feuergruppe 2. Mit der man dann ja eben die Drohne rausschießt, um den Asteroiden zu analysieren.
Die Sammeldrohnen lege ich deswegen auch immer auf 2. Mit der ich dann eben die Sammeldrohnen rausschicke, die dann die Bröckelchen einsammeln. Und damit ich dann nicht wieder auf die Feuergruppe A wechseln muss, kann ich auch hier die Abbaulaser wieder auf die Feuergruppe 1 legen. Da kann ich also immer zwischen diesen beiden Feuergruppen wechseln und habe immer meine Abbaulaser parat. Einmal mit der Erdzuckerdrohne zusammen und einmal mit den Sammeldrohnen zusammen. Schiff fertig. Schiff braucht jetzt natürlich noch einen Auftrag. Ins schwarze Brett einen Auftrag holen. Hoffentlich finden wir einen guten. Die United Hammer for Equality hat sich inzwischen besonnen und gibt mir einen Auftrag für 27 Einheiten Bertrandit raus. Für 214.000. Das ist zwar nicht viel Geld, aber darum geht es ja heute auch nicht. Sondern es geht ja nur darum, jetzt mal zu zeigen, wie das funktioniert mit dem Lasermining. Und es ist ja völlig egal, ob ich jetzt Bertrandit abbaue oder Gold oder Niedertemperatur, Diamant oder Painit. Das Prinzip ist ja immer dasselbe. Also nehme ich jetzt mal den Auftrag an. Und ich glaube auch zu wissen, wo es das Bertrandit gibt, nämlich direkt vor der Haustür von Gabriel Enterprise. Und was wir jetzt natürlich noch brauchen, sind Drohnen. Die gibt es in der erweiterten Wartung. Unter Auffüllen. Ich mache mal ganz voll, die kosten dann nicht viel. Cargo hold at maximum capacity. Wir sind jetzt hier im Inventar. Und dann kannst du losgehen. Disengage from landing pad. Moderate speed on exit. Also ich denke mal, das müsste gleich hier sein. Frameshift Drive charging. Clear of the station. This is traffic operations signing off. 4, 3, 2, 1. Engage. So, da sind wir auch schon. Jetzt, wo ist hier das Abbaugebiet? Ah ja, da hinten. Und wenn man so einen Rohstoffabbaustandort anfliegt, dann fliegt man den möglichst senkrecht an. Also senkrecht zum Asteroidenring. Ich zeige euch das mal in der Außenkamera. Also direkt so senkrecht auf das Asteroidenfeld. Und nicht irgendwie so von der Seite oder so, weil sonst wird man da aus dem Frameshift Drive rausgezogen. So, jetzt kommen erstmal ein paar Flugzeuge, die mich scannen. Die wollen wissen, was ich an Bord habe. Und hätte ich da jetzt was an Bord, was von Wert wäre, außer Drohnen, dann würden sie mich angreifen. Oder eben von mir fordern, dass ich das herausgebe. Und wenn ich es nicht herausgebe, dann angreifen. Kommt gleich der nächste. Scan detected. Das warte ich jetzt einfach mal ab. Bis die sich alle beruhigt haben.
Und wenn jetzt keiner mehr kommt, dann gehe ich weiter. Und zwar nehme ich ein bisschen Abstand zu dem Rohstoffabbaustandort. 15 Kilometer. Und zur Orientierung fliege ich immer Richtung Planet. Oh, jetzt haben wir die 15 Kilometer gleich erreicht. Und dann sind die anderen auch vom Radar verschwunden. Und wir können jetzt versuchen, unser, was haben wir von Auftrag, Bertrandit zu finden. So, jetzt, das ist das, was wir vorher eingestellt haben. Der Frameshift-Antrieb auf Priorität 2. Jetzt hat es den abgeschaltet, weil ich die Waffen ausgefahren habe. Aber das ist okay, brauchen wir jetzt nicht. Hier schalte ich jetzt auf die Erdsucherdrohne und feuere die Erdsucherdrohne auf den Asteroiden. Markiere die Erdsucherdrohne, damit sie mir ihre Daten übermitteln kann. Und ich sehe zwar wunderschönes Osmium, aber darum geht es mir jetzt ja nicht. Ich brauche ja Bertrandit. Suche mir den nächsten. Um den Asteroidenbrocken zu analysieren, schießt man eine Erdsucherdrohne auf ihn. Die Erdsucherdrohne analysiert, welche Materialien in dem Asteroiden vorhanden sind. Der Brocken hier hat 5% Bertrandit, das nehme ich natürlich mit. Bertrandit nehme ich mit. Machen wir ein bisschen Licht an. Und jetzt schieße ich mit den Abbaulasern drauf. Und jetzt lösen sich da die Bröckelchen raus. Hopp, Abbaulaser leer. Also hier rechts ist jetzt Waffe leer, ja, weil der Energieverteiler hat bloß eine gewisse Kapazität. Und die kann ich ja hier einstellen. Jetzt habe ich die volle Kapazität auf die Waffen gesetzt des Energieverteilers und jetzt wird der Laser auch länger lasern. Dann schicke ich jetzt mal meine Drohnen raus, gehe also die Feuergruppe wechseln und schicke meine Drohnen raus. So, die Drohnen, die fliegen jetzt los und sammeln die Sachen ein. Und die wollen es jetzt natürlich. Wir wollen es jetzt natürlich in den Frachtraum stecken. Die Frachtluke ist zu, die muss ich jetzt aufmachen. Und schon haben sie es angeliefert. Die Sachen landen jetzt hier in der Raffinerie, werden dort verarbeitet und jedes Mal, wenn es eine Tonne ist, dann kommt die Tonne in den Frachtraum. Also jetzt habe ich schon eine Tonne Osmium, 5 Tonnen Gold, aber noch kein Bertrandit, weil die 5% halt auch ein bisschen wenig waren. Ja, also ich glaube, ich suche mir zwar einen besseren Planeten noch, einen besseren Asteroiden, der mehr hat als nur 5%. So, jetzt sieht man, dass die Frachtkapazität 64 Tonnen ist.
Und 64 Tonnen gehen maximal rein. Das heißt, ich muss mich jetzt von ein paar Drohnen trennen. Sonst geht es nicht mehr weiter. So ist der Asteroid erschöpft. Der ist also leer, weil die Laser den leer gemacht haben. Und bringt es nichts mehr, weiter drauf zu schießen, weil nichts mehr rauskommt. Jetzt sammle ich das noch voll ein. Und man sieht jetzt schon, nach dem ersten Asteroiden habe ich jetzt 2 Osmium und 12 Goldtonnen. Ich muss natürlich aufpassen, weil ich habe insgesamt 64 Tonnen Frachtkapazität. Und mein Auftrag lautet ja über 27 Tonnen Bertrandit. Und die sollten natürlich auch noch reingehen. Also würde ich jetzt vorschlagen, ich suche mal jetzt ganz gezielt nach Bertrandit. So, hier haben wir jetzt endlich mal 8% Bertrandit. Den bauen wir jetzt natürlich ab. Jetzt schreibt meine Raffinerie, dass sie voll ist. Und zwar hat die ja 3 Slots. 1, 2, 3. Und wenn ich jetzt in dem einen Slot schon Osmium drin habe und in dem anderen Gold und im dritten Bertrandit und da kommt jetzt irgendein Rohstoff, der Indit heißt, dann ist für den kein Slot mehr frei. Jetzt kann ich natürlich das Bertrandit, das ich eigentlich sammeln will, über Bord schmeißen oder das wertvolle Gold über Bord schmeißen oder das gute Osmium über Bord schmeißen oder aber ich sage jetzt meinem Schiff oder meinen Drohnen, dass sie bitte das Indit in Zukunft ignorieren sollen. Dazu gehe ich jetzt also auf die linke Seite unter Kontakte und suche mir Indit und sage Indit auf Ignorieren-Liste setzen. Und das kann ich jetzt zum Beispiel mit dem Lepidolit auch machen. Und dann geht es ja auch schon wieder weiter. Und vielleicht noch kurz, wenn jetzt hier ein Slot geleert werden soll, dann drückt man hier hinten einfach auf den Eject-Knopf. Und dann ist der Slot auch wieder frei für andere Rohstoffe oder für anderes Zeugs. Ja, das wäre eigentlich so ziemlich alles, was es zum Lasermining zu sagen gibt, was mir jetzt zumindest einfällt. Und jetzt mache ich hier halt weiter, klar. Mit den Erdsucherdrohnen und melde mich dann wieder, wenn ich die 27 Tonnen Bertrandit zusammen habe. So, mittlerweile habe ich die 27 Tonnen Bertrandit zusammen. Dann kannst du also nach Hause gehen. So, dann liefere ich die Waren ab und freue mich über viel Ruf und Einfluss oder auch über Geld, je nachdem, was ich will. Wunderbar, das war's zum Thema Lasermining. In meinen nächsten Mining-Videos kommen dann noch die anderen Mining-Arten dran, wie zum Beispiel das Mining mit einem Abrasion Blaster oder das Subsurface Mining oder das Explosionsmining. Bis dann, tschüss! Ich möchte jetzt hier noch einen kleinen Nachtrag liefern, wenn mir noch was eingefallen ist.
was vielleicht auch ganz wichtig ist, ist, man kann Drohnen synthetisieren. Wenn ich jetzt also bloß noch 15 Drohnen habe und ich brauche noch ein paar mehr, weil ich meinen Auftrag noch nicht ganz erfüllt habe, dann habe ich die Möglichkeit, mir noch welche herzustellen. Und zwar über die Synthese. Wenn ich Drohnen herstellen will, dann brauche ich dafür Eisen und Nickel. Eisen und Nickel ist etwas, was man eigentlich beim Minern ganz gut bekommt. Das ist nämlich so eine Art Abfallprodukt. Und das sammeln die Drohnen auch ein und tun es hier gleich sammeln bei den Materialien. Und jetzt kann ich hier mit 10 Eisen und 10 Nickel Drohnen auffüllen. Das mache ich jetzt mal. Und jetzt habe ich 19 Drohnen, vorher hatte ich 15 Drohnen. Das kann ich auch noch mal machen. Und siehe da, jetzt habe ich 23 Drohnen. Ich denke, das ist halt für den Notfall, wenn man mal irgendwie fast alles geschafft hat und es fehlen dann doch noch ein paar Tonnen und ja, jetzt möchte man das dann doch noch erledigen und man hat keine Drohnen mehr. Auf die Weise kann man sich dann noch einen Notbehelf machen und noch ein paar Drohnen herstellen.